Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Karte nach Primarsch. Wir ein bisschen überbrücken die Zeit mit Verkauf von Verkauf von Gärreste und aktuell noch Weizen. Dürfte eigentlich fast durch sein. Wir machen einmal kurz Holz. Und wenn der eine Baum fertig ist, dann schauen wir gleich nach dem Transporter für Gerst, für Weizen. Weil der müsste eigentlich durch sein. Bis vorher ist alles verkauft. Ob die Kühe jetzt haben, haben wir noch mehr als genug. Wir werden gleich schauen. Der steht auch. Aber das ist gleich wieder voll. Ja, das ist mein Fehler. Weil ich das Prinzip beim Einfahren zu eng eingefahren habe, beziehungsweise das Lager etwas ungünstig steht. Mal schauen, ob das entsprechend noch voll ist, das Lager. Zumindest einmal noch so wegschicken, manuell. Habe ich mir gedacht, aber wegen 2%, das kriegen wir nicht hin. So, reif ist hier auch nichts geworden, was zu erwarten war. Was ist denn da? Ach, da bin ich mal durchgefahren. Schlingel leer. So, der fährt noch einmal und dann ist der hier da auch fertig. Dann werden wir den gleich entlassen und dann werden wir gleich einen Kurs einfahren von der anderen BGH. Denn hier können wir ein bisschen was verkaufen. Bisschen. Apropos Musik. Musik, Musik, Musik. Sag's dann. War so ruhig. Denn ich muss nämlich den Kurs einfahren von der anderen BGH und entladen dauert um so lange. Zu wenig ist nix. Da auch nicht. Oder? Ja, unsere Gerste. Ja. Also nächste Woche werden wir uns weiterspielen, dass wir zumindest den BGH-Einnahmen bekommen. Aber nächste Woche wird die neue Version noch nicht da sein. Das ist noch so früh. Heute haben wir den 29. September. Bis 10. ist das Gewinnspiel. Und vorher kommt auf keinen Fall eine neue Version. Und ab dem 10. kann man mit rechnen. Aber denken wir auch 10 Tage später. Denk mal so in Richtung DLC wäre es theoretisch möglich. Wenn alles gut läuft. Man muss mal schauen in seinen Folgen, wie er das hinkriegt mit Verkauf, ob er sich Stress macht oder nicht. Weil er muss noch alles ernten. Viel Arbeit. Jo.
Und das ist ein Zeichen, wenn er das sehr schnell macht, dass uns ein Ball zurück ist. Dann durchaus möglich, wenn er sagt, wir machen einen Livestream, um ein paar bisschen voranzukommen. Da kann natürlich sein, dass sie dann natürlich in der Richtung sein könnte, fertig. Weil er wollte nämlich unbedingt das so gestalten, dass er im Frühjahr umziehen kann. Das heißt, er muss aber noch die ganze Ernte, also die ganze Erde verkaufen und ernten erstmal. Und er will ja seine Produktion auch noch alles verkaufen. Also viel Arbeit. Gut, es kann sein, dass er das teilweise mitnimmt zur nächsten Version, das ist möglich. Was ich mir die Mühe nicht mache, um alles in den Safe Game einzutragen. Davon keine große Ahnung. Also ich mache mir da die Mühe nicht. Zum einen habe ich keine Produktion. Und zum anderen ist halt der andere Weg mit dem Geld draufbringen ein bisschen leichter. Aber man muss sich nur aufschreiben, was man aktuell hat und was auf dem Schuldenstand ist. Sind aktuell schuldenfrei. Aber aufschreiben kann man es sich trotzdem. Null, ne? Jedenfalls so werde ich es machen. Und die Fahrzeuge werde ich mir alle schön notieren, was ich habe. Denn entsprechend für die werde ich mir wieder kaufen, die Fahrzeuge. Vielleicht den einen oder anderen nicht. Das kann sein, dass ich sage, okay, der ist nicht so gut, im Raum fast nicht, habe noch nie gefahren. Ja, aber ansonsten im Großen und Ganzen werden wir das wieder so übernehmen. Wie wenn man den kleinen Schubs geben, die Jungs, die Ballen da. Die hängen nämlich alle in Luft. Dann werden wir bald dahin fahren müssen und wieder da hinstellen. Das ist auch noch nebenbei. Ja, Stress. Aber viele Ballen sind da. Wir fahren nochmal einen Kurs ein. Da können wir den anderen LKW nehmen. Der ist ja gleich frei. So, hier starten wir mal den Kurs. Und zwar so, dass wir jetzt sehen können, wir können aufladen. Aha, geht. Start. Wir werden das ja mitnehmen. Ja, bring jetzt nicht durcheinander jetzt hier. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Weg damit. Wir nehmen Cosplay. Kenne ich mir mit aus. So, jetzt fahren wir Richtung Klärwerk. Leider weit weg. Müssen wir auch schon ein bisschen rechts bleiben. Obwohl wir haben keinen zweiten vorgesehen. Aber wenn wir einen zweiten nehmen würden, wäre das ganz gut, wenn wir schön rechts fahren. Entleeren werden wir den da nicht. Sondern wir werden gleich die Runde weiterfahren, um das abzuschließen. Da kann er alleine fahren. Können wir schön geradeaus fahren. Müssen wir überlegen, am besten, ja. Sinn machen würde, dass wir rechts jetzt fahren würden. Falls wir mal irgendwann mal das so machen wollten, dass wir praktisch gesehen mit zwei Fahrzeugen fahren würden. Bei der Entfernung ist es eigentlich angebracht oder sinnvoll. Um sich nicht in die Quere zu kommen.
Naja, die Kurven sind ein bisschen schwierig zu fahren, aber das ist ja halt so, ne? Wenn wir sicherlich bald wieder ein bisschen Milch haben. Grunde sind wir, naja, verkehrt gefahren, nicht? Wir werden hier oben lang fahren. Ah ja, wir sind auf der linken Seite gekommen. Da werden mehrere Fahrzeuge fahren auf derselben Strecke, ist das dann blöd, wenn du links hier kommst. Ich hätte auch den Kurs im Grunde neu, also Stückchen löschen können, aber gut. Ich sag mal, das wird jetzt einmalig sein, mehr oder weniger. Weil. So, jetzt fahren wir gleich zurück. Das Entladen tun wir jetzt nicht. Weil. Wir haben noch mehr zu tun. Wir wollen ja noch ein bisschen Silage in die WGA bringen, ne? Fahren wir gleich zurück zur nächsten, wieder zurück zum GGH Nord. Ich habe doch die Lenkung eingestellt, um nur besser gehen. Oh, schon ein bisschen kaputt, der LKW, 20%. Vierzig Tonnen. Und hier, wo man sehen kann, ah, da ist jetzt ein Kreuz, da kann man ein bisschen weiter rechts fahren. Ein bisschen. Aber wenn die zwei Fahrzeuge da jetzt begegnen würden, dann wäre das Unfall vorprogrammiert. Aber wir fahren damit ein. Wir haben nur einen, so einen Transporter. 60.000 ausgeben wegen 2. Na. Weil so bringt die Gärresse nicht ein. Und hier kreuzt nicht sowieso. Na ja, gut. Hätte man drüben reinfahren müssen. Kreuzung weiter und dann drüben. Hätte man, ne? Aber gut, okay. Sieht ganz gut aus. So, das speichern wir mal ab. Überführung oder Verkauf? Ah, nicht so Verkauf. Kauf. Gär. Reste. Klärwerk. Gärreste. BG. Mord. Das ist das Problem, weil es geht nicht so viel rein. BGH Nord. Der. Weg. Ja. Er ist ja eigentlich voll, ne? Kann gleich weiterfahren. Lassen. Fackel mich lange, wir haben jetzt den anderen auf BGH Süd, ne Nord. Wurde Nord eingeschrieben? Das ist richtig, ja, okay. Muss den BGH einen Namen geben.
Ja, der lenkt sich anders, der LKW, also ich weiß auch nicht, warum das so ist. Besser, von Lenkung jetzt besser. Ah, Hupen. Und bremst gut. Einzige, was im Manko ist, schaukelt sich stark auf. Bei Gewicht. Ballen auch weg, ne? Ja. Alles weg. Leer? Oh ne, war nicht leer. Wenn leer wäre, dann wäre es blöd, dann würden wir Verluste machen. Also heißt Verluste. Dann würden wir weniger einnehmen, als wir könnten. Wenn es leer wäre. Also wir Ballen können wir gar nicht fressen. Nur Big M anschaffen. Eine dritte Ballenpresse. Oder sogar vier, mal sehen. So. Quatsch. Z. Ja, einmal haben wir noch. Ja, wenn man sich die Zeit anschaut. Die Zeit. 12:09 Uhr. Fahren wir rüber zum anderen Weg, ja. Auch noch schnell den Rest reinschmeißen. Weiß hier Rest. Dass wir mit einer guten Million, fast 2 Millionen rübergehen mit Bargeld. Dann können wir gleich entsprechend Felder nachkaufen, Produktion aufbauen, Mischfutterfabrik. Felder vor allen Dingen, muss ich mal große Felder kriegen, ne? Also Wahlen ist immer noch drin im System. Oh, keine Ahnung. Ich denke mal, kommt alles hier von Autoroute-Anhänger. Wir aufladen. Ja, einmal wird's noch. Nicht mehr in der Folge. So. Gut. Kann er sich mit schön ziehen. Einen weiten Weg vor sich. Das ist ein bisschen, muss man sich eigentlich an
man wieder im Prinzip da ein bisschen. Ja. Aber den kann man so stehen lassen, überleg gerade. Ja. Dann werden wir in der nächsten Folge entsprechend weiter Holz machen. Ist ja auch nichts reif geworden, ne? Rein gar nichts. Überhaupt nichts. Nicht mal unser Gras ist reif geworden. Oder weitergewachsen. Gut, ist halt so, ne? Da kann man nichts machen. Streng links, alt links, streng links, alt links und Pfeil. Keyboard 0. Ach so. So, liebe Zuschauer, das soll es heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Sollten wir Füße und Winkel. Ciao, ciao. Noch einen schönen Samstag für heute. Oder Sonntag. Sonntag. Tschüssi.